Herzlich willkommen zu einem neuen Part in Let's Play Resident Evil Revelations. Der letzte Part war heftig, denn wir haben ein riesen Super-Monstrum-Vieh zerlegt, der eine Menge Munition gefressen hat. Deswegen haben wir kaum noch Munition. Ich werde das mal mit dem... Hoffentlich funktioniert die Ausrüstung hier auch. Mal nicht den Teufel an die Wand, Jill. Deine Vorahnungen werden meistens wahr. Na, danke auch. Das ist sehr beruhigend. Ja, ich werde das mal mit dem Gewehr rumschießen, weil dafür haben wir am meisten Munition. Damit ich die anderen Waffen erstmal wieder nach, ja, farmen kann, was Munition angeht. Deswegen werde ich auch ein bisschen mehr scannen, weil ich brauche Munition, auch wenn es mich eher rausreißt, was da die Atmosphäre angeht. Aber ich brauche dringend Munition. Ansonsten müssen wir halt mit dem Messer kämpfen. Ich habe ja noch ein Messer, das vergesse ich jedes Mal. Ach, komm mal rauf. Ja, wir haben jetzt unser Schlüssel. Uns ergattert. Damit können wir hoffentlich jetzt weiter. Ich schau kurz hier mal rum, ob noch irgendwas zum Scan ist, aber nee, nee, nee. So, wo war das Ding nochmal, wo wir jetzt hin wollen? War das hier oben? Ja, da war's. Ich überlege gerade, ob wir nochmal... Ja, komm, wir gehen nochmal zurück zu der einen Stelle, wo wir das Becken, da die Säuberung angestellt haben. Mal schauen, ob das ja schon fertig ist. Und hier laufe ich, glaube ich, falsch, ne? Weil, wenn es nämlich schon fertig ist, dann können wir da nicht, nämlich weitermachen. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob das schon genug Zeit war. Ah, wo war das nochmal? Ging's da nochmal lang? Ja. Wo war denn das? Hallo? Bin ich ganz blöde? War das doch hier? Ja, 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 genau. Das war, glaube ich, hier runter, ne? Nee. War es nicht. Einmal den Weg finden. Hier war das. Ja, das muss es gewesen sein. Ja, Solarium, da ist das richtig. Ich hoffe, dass wir es hier weitermachen können. Und wir nicht noch länger brauchen. Ist halt nur blöd wegen der Munition, aber naja, was soll ich halt machen? Zumindest sind wir nicht ganz schutzlos ausgeliefert. Cool. Haben wir es auch schon mal abgescannt, aber... Mach ich nochmal. Sieh mal an, Munition! Hey! Oh, ja. Okay, es hat wohl doch noch nicht gereicht. Dann scanne ich die halt auch nochmal ab hier. Warum auch immer die nochmal recycelt wurden. Ich hab die ja schon mal abgescannt. Keine Ahnung, warum ich es nochmal kann. Egal, mehr Bonus. Bisschen Munition. Immerhin ein Fortschritt. War das also nicht ganz umsonst. Müssen wir also doch nochmal eine Runde warten, bis ich da inspecten darf. Boah, das braucht aber echt lange. Bis es da fertig gepumpt wurde. Mach auf. So. Hier lang, genau. Oh, das ist Orientierungslosigkeit hier.
Ich gehe hier lang. Was macht Chris eigentlich gerade? Während wir hier rumgucken. Ist er schon unterwegs, uns zu finden? Nee, wo will ich denn lang? Oh mein Gott. Oh, meine Wegfindung, ey. So, hier. Warte mal, Rettungsringschlüssel. Hatten wir nicht noch mehr Türen damit? Guck eben kurz mal. Nein! Oh! So. Rettungsring. Nee, das ist Anker. Auch Anker. Das ist die Karte, genau. Die Karte, die wir ja noch nicht haben. Gut, nee, anscheinend haben wir noch keine Tür. Nö, ja, dann können wir halt weiter. Das ist ein neuer Raum. Oder beziehungsweise ein neuer Bereich. Raymond! Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Wovon redest du? Ignorante Kreaturen, die nicht von uns wissen. Hey, kommt mal her. Jetzt ist Zeit zu reden. Schaut. So soll ich dann schmerzende Wunden mir wieder aufreißen, deren bloßes Angedenken noch ewig davon lebe. Unser maskierter Freund. Doch dient mein Wort zum Samen, daraus dem frechen Verräter Schande sprießt, die ich speise. Reden und weinen werdet ihr sehen zusammen. Ich weiß nicht, wer du bist und wie und warum du hier herunterkommst. Wir können die Welt verändern. Das ist der Theabis-Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Guppies in Haie. Ruhe. Und selbst ein Kind kann erraten, was danach passiert. Wir sind Veldro. Rachsüchtige Boten aus den Tiefen des Infernos. Das ist also unser Mann. Ich wusste, es ist Veldro. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren. Er zitiert Dante. Schicken Sie ein Team zum Balkon-Mocky-Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ja, habe verstanden. Ich schicke Quint und Keith. Was? Los jetzt, Ryan. Macht euch bereit. Oh, ich hasse Schnee. Dann trag lieber deine warmen Schlüpfe ein. Ihr müsst so viel wie möglich über Veldro herausfinden. Gar nichts. Ich dachte, das Mittelmeer wäre wie ein großer See. Hab Geduld. Ein Schiff auf dem Meer ist sowas wie die Nadel im Heuhaufen. Meinst du wirklich? Aber das löst nicht unser Problem. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. Ja, Lieben, das war Episode 3, Weltrossgeister, das Ende. So, die Erwertung. Abschlusszeit eine Stunde, krass. So, insgesamt eine Stunde 24 und wir haben, besiegen sie 150 Feinde. PC
356 für die Kampagne. Eine neue Waffe, geil. Schließen Sie Episode 1 bis 3 ab. Raubzugmodus Stufen 4 bis 7 freigeschaltet. Das, meine Freunde, zeige ich euch erst ein andermal. Wenn wir das Spiel durch haben. So, erstmal speichern. Und wir beginnen mit Episode 4, meine Lieben. Bisher bei Resident Evil Revelations. Raymond, du bist es doch, oder? Noch Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann noch kämpfen. Guter Mann. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlass dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Genauso wie in Raccoon City. Der Agrizio ist ausgelöscht. Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Hey, kommt mal her. Schau. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren? Er zitiert Dante. Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. Episode 4. Wiederkehrender Albtraum. Wir sind Veltro. Rachsüchtige Boten aus den Tiefen des Infernos. Verdammte Terroristen! Wir hatten diese Bastarde doch erledigt. Dann habt ihr wohl ein paar übersehen. Und die sind auf dem Schiff. Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen. Sie wollen alles über Terra Gritia wissen. Und sie wollen Rache. Jill, sieh mal. Das ganze Schiff ist ohne Strom. Das Schiff läuft auf Notstrom. Aber das Nachrichtensystem braucht den Hauptstrom. Wir müssen den Maschinenraum reaktivieren. Aber das wird nicht einfach. Ja. Das ist jetzt unsere neue Aufgabe. Wir müssen nämlich... Oh, wir haben keine Hauptmission irgendwie. Keine Ahnung. Normalerweise steht ja hier, wenn ich auf Pause gehe, die Hauptmission, die wir machen müssen. Aber anscheinend jetzt hier nicht. Erstmal hier Sachen einsammeln. Komm hier, Muni. So. Ja, die neue Waffe schauen wir uns an, sobald wir an der Truhe sind. Ich scanne kurz eine Runde. Auch Muni. Ja. Ich finde alles. Nee, ich brauche jede Munition, außer Gewehrmunition. Die finde ich. So, was gibt's hier? Sicherheitsanweisungen. Da dieses Schiff bereits in einem Unfall verwickelt war, sind die Sicherheitsstandards höher als im Gesetz für Seesicherheit vorgeschrieben. Die Mannschaft muss dieses Handbuch lesen und sich den Inhalt für den Notfall gut einbringen. Erstens, die Queen Zenobia verfügt über zwei besondere Energiegeneratoren. Sollte der Hauptgenerator ausfallen, sorgt der Reservegenerator im Kielraum für Ausgleich und versorgt das gesamte Schiff mit Reservenenergie. Zweitens, dieses Schiff verfügt über vertikale Schotten, die im Falle einer Flutung automatisch Wasser umleiten. Im Notfall können die Schotten über das Kontrollsystem im Kielraum gesteuert werden. Dieses System funktioniert auch dann, wenn es kleinere Schäden erlitten hat. Cool. Das heißt, wir müssen jetzt zum Kielraum. Dort haben wir dann Reservestrom. Damit wir dann hoffentlich jetzt hier mal ein bisschen, ja, Notfall absenden, also Notruf absenden können. Notfall absenden, ja, ist klar. Na gut. Gehen wir zurück. Na? Was das immer so lang dauert? Hey, Raymond! Raymond! Hier. Yeah. Das könnt ihr vielleicht brauchen. Wie ihr schon sagtet, ihr braucht dringend Strom.
Eisenanker-Schlüssel. Mit dem Schlüssel kommt ihr ins Casino im ersten Stock. Dann findet ihr einen Lift, der euch in den Kielraum bringt. Aber zuerst müsst ihr mir etwas sagen. Ihr habt hier keine anderen FBC-Leute gesehen, oder? Ich erreiche meine Partnerin Rachel nicht. Verdammt! Ich habe nichts von ihr gehört, seit sie zum Kielraum gegangen ist. Ach, Rachel, ist das die, die wir tot gefunden haben mit dem Crew-Quartierschlüssel? Ah, die ist das wahrscheinlich. Erinnert ihr euch noch? Part 1? Oh. Wie gesagt, der Casino-Eingang ist auf dem Gang im ersten Stock. Oder war es Part 2? Wie gesagt, der Casino-Eingang ist auf dem Gang im ersten Stock. Ja, ich hab's verstanden. So, warte mal, wir haben jetzt den Kielraumschlüssel. Das heißt, wir können jetzt alle Türen öffnen mit dem Anker... Ja, den Ankerschlüssel haben wir, nicht den Kielraum. Das bedeutet, wir können auf jeden Fall einigen Sachen wieder zurückkehren. Das heißt, erst einmal, wir gehen nochmal zu dem Solarium. Nee, erstmal hier hin. Denn wir haben eine neue Waffe. 130 Schaden. Warte mal, ich nehme mal kurz hier alles raus. So. 130, 150. Weniger Magazin, mehr Magazin. Dafür aber hier mehr Slots. Weiß nicht, da nehme ich lieber diese Waffe, die ist irgendwie geiler, ne? Ja. Macht mehr Schaden und solange wir noch nicht so genügend viele von diesen Modifikationsdinger haben, brauche ich ja da eigentlich auch nicht so dramatisch was machen. So, gut. Dann. Sollen wir nach dieser Rachel suchen? Können wir, aber erst nachdem wir den Strom wieder eingeschaltet haben. Ja, Kühlraum aufsuchen. Aber dass man wie später erstmal zum Solarium. Wie ich das ja letztens versucht hatte. Ich hoffe, ihr habt es genug Zeit verstrichen, dass das jetzt fertig abgepumpt wurde alles. Denn da ist auf jeden Fall optionales. Da müssen wir sonst nicht nochmal hin. Deswegen will ich das schnellstmöglich fertig haben. Dann durchsuchen wir die ganzen Räume nach den ganzen Schlüssel, die Räume. Nein. Dann suchen wir das Schiff nach Räumen, wo wir jetzt mit dem Schlüssel neu hinkommen können. Und zu guter Letzt gehen wir dann zum Kielraum und werden dann den Strom anschalten. Das ist jetzt mein Plan, den ich in den kommenden Parts machen werde mit euch. Kann ich nochmal abscannen? 1%, ob sich das lohnt. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Hey! Alter! Hab ich mich erschrocken, dass auf einmal der ankam? Das war ja vorher nicht so. Dann heißt das wahrscheinlich, dass wir jetzt hier... Warte mal, kommen die auch runter? Nee. Das bedeutet wohl, dass wir dann jetzt hier runterkommen können, oder? Yes, geil! Das heißt, wir können jetzt endlich uns hier umsehen. Genau das wollte ich nämlich unbedingt machen. So, erstmal diesen Weg hier. Muni! Magnum Muni! So, endlich hier raus hier, oder? Warte mal, kurz Luft holen. Komm ich von hier? Ich guck mal eben. Anscheinend nicht. Geil, das ist hier der Bonus, den ich nämlich haben wollte. Deswegen wollte ich hier hin. Zuerst mal hier was scannen. So, wo ist denn hier noch was? Das haben wir. Da. Schrot, yay. Und Spezialzubehör. Illegale Zubehör. Granaten. Baufalle. Geil. Handgranaten. Ist ja wie Weihnachten hier. Muni. Muni.
Money. Ja, Scan muss auch immer sein. Und Money. Kann ich das mitnehmen? Nee, voll. Nachladen. Ist sonst noch was? Ich glaube, eins war hier noch. Da, genau, da will ich noch hin. Zu dem da. Ja, jetzt bin ich durch. Und wieder rein. Das heißt, ich muss erst nach links abtauchen. Genau das muss es sein, oder? Ja, hier wollte ich hin. Erstmal gucken, ob ich hier wieder was abscannen kann. Hä? Da! Geil! So, jetzt nämlich hier noch was. Gewehrmuni. Genau das wollte ich haben. Munitionskiste MG. Wir haben zwar noch keine MG. Aber schon mal die aufgesammelt, das ist Gold wert, Leute, Gold wert. Ich schau hier nochmal so rum. Genau, denn hier ist doch was. Weiterer Handabdruck, Leute. Und wieder ab ins Wasser. Ja, das war ein schöner optionaler Bereich, den ich euch unbedingt zeigen wollte. Huch, wo doch ich denn lang? Und es ist wichtig, dass ihr halt wirklich das in dieser Reihenfolge, wie ich das gemacht habe, schon mal die Pumpe anmacht, weil... Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier hingeht, dann könnt ihr nämlich zwar jetzt die Pumpe anmachen, aber ihr werdet jetzt nicht noch einmal hierher kommen. Das war die letzte Chance, hier nochmal herzukommen. Und die Zeit hätte sonst nicht gereicht, dass es hier fertig, ja, gereinigt wurde, das Wasser. Deswegen, ja, ne? Noch einmal für euch, damit ihr hier, ja, die Bonus-Sachen wisst. So, jetzt müsste der wahrscheinlich auch rauskommen, oder? Nee, cool. Ja, das nochmal für euch. Ja, ich fand, das hat sich sehr gelohnt. Wieder sehr gut mit der Munition. Und jetzt können wir, wie ich angekündigt habe, jetzt jeden Raum, wo wir schon mal waren, mit dem Schlüssel besuchen, den wir bekommen haben. Hier wollte ich nochmal was schauen. Funktioniert nicht, okay. Da brauchen wir wahrscheinlich den Strom. Gut. Ja, wunderbar. Das hat sich doch schon mal sehr gelohnt. So. Dann erstmal hier wieder den Weg zurückfinden. Was war hier? Was war denn hier? Ich glaube, die Promenade, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da war die Promenade. Da war ja keine verschlossenen Türen. Zumindest nicht mit unserem Schlüssel hier. So, ich gucke hier nochmal kurz. Ich will einfach die Gewissheit nochmal haben. Wegen den Fahrstühlen. So, den nochmal. Weil ich war mir gerade nicht mehr sicher, was die Fahrstühle angeht. So, da... Warte mal, was war hier? An hier war die Promenade. Warte mal. Nee, die Promenade war... Was war denn da oben? Warte mal, wenn da die Promenade war... Ich geh mal kurz hier rein. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Guck mir eben schnell nach. Ja gut, schnell ist relativ. Weil die sind lange Ladezeiten. Liegt nicht an mir, liegt am Spiel.
Ach ja, hier war genau das Notfallkontroll, nee, Notfallkommunikationssystem-Bereich-Dingens. Was ja natürlich keinen Strom hat, ja. Ja, jetzt, ich erinnere mich wieder. Meine schlechte Wegfindung. Ich brauche ein Navigationssystem. So, mal rauf, komm, hier, los. Ah ja, stimmt, hier ist ja Raymond. Dass ich den nicht übersehen habe, das hätte ich mir doch gleich denken können. Egal, so, hier nochmal die Kiste. Wir haben ja neues Zeugs. Was haben wir? Großes Magazin 2, geil. Und aufgeladener Schuss 1. Oh. So, großes Magazin. Wir haben hier 10 Schuss, da ist 5 Schuss. Damit ich hier... Oh, da ist schon ein Magazin drin. Warte mal, das ist 20%. 40%. Kriegst du hier einen 40er? Hier kommt dann... Der 20er rein, habe ich 12? Aufgeladener Schuss, wo macht denn das Sinn? Feuerrate, Schaden. Aufgeladener Schuss macht irgendwie bei einem Schrot mehr Sinn, ne? Halten Sie einen Feuerknopf, drücken um einen aufgeladenen. Nee, das überlege ich mir noch demnächst. So. Kann ich nochmal nachladen? Ja. Natürlich. Auch geil, ne? Ich habe eine Patrone mehr und ziehe die 2 Patronen nach. Das ist super. Es ist so logisch. So logisch. So, hinter uns sollen wir lang. Da ist Promenade, da waren wir nicht. Da waren wir schon, meine ich. Gut, dann gehen wir also jetzt hier wieder zurück. Wir wollen ja, wie gesagt... Ne, warte mal, Casino. Nee. So ein Casino will ich noch nicht. Ich will nämlich erstmal... zu den Orten, wo wir bisher noch nicht hin konnten. Also halt quasi zurück. Promenade. Weißt du was? Ich gehe jetzt den Weg lang. Aber ich glaube, von hier kommen wir auch dahin, wo wir die anderen Türen hatten. Meine ich. Oder? Glaub, ich irre mich gerade. Ich schaue im Kurs hier rein. Ich bin gerade unschlüssig. Tut mir leid, Leute, aber ist schon lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Mach mal auf hier. Oh, es dauert immer, ey. Auf! Ach ja, ja, nee. Zum Casino will ich dann doch noch nicht. Dann bin ich doch erstmal noch zurück. Denn hier geht es nämlich weiter. Ich will erstmal zurück zu den anderen Räumen, wo wir mit dem Schlüssel noch hin konnten. So ein kleines Backtracking. Tut mir leid. Ja, das Backtracking werde ich wahrscheinlich im nächsten Part einbauen. Ja. Ich werde jetzt ausmachen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und dann, ja. Bis dann. Tschüss.